Ist vielleicht sogar Freude bereit, ist vielleicht sogar Freude bereiten dem Zuschauer? Ja, weil der Fußball gerechter wird, weil wir Entscheidungen möglichst dann korrigieren, wo wirklich klare Fehler zugrunde liegen. Denn das ist ja doch ein Ärgernis für viele Fußballfans. Und auch wenn es heißt, ja, die Emotionen werden dann plötzlich dann reduziert und es kann dann sich keiner mehr freuen, das ist ja so nicht. Das sind ja ganz wenige Situationen, wo im Nachhinein ein Tor aberkannt werden wird. Aber vor allen Dingen bleiben uns klare Schiedsrichterfehler erspart. Wenn es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, werden wir sicherlich auch Schiedsrichterentscheidungen erleben, die dann am Ende viel sicherer und viel klarer sind, als wir es im Moment, im letzten Jahr, aber vor allen Dingen auch im Jahr davor erlebt Und Sie haben auch keine Angst, wenn bei Bayern München in München eine Entscheidung gegen die Heimmannschaft getroffen wird, dass dann ein Herr Rummenigge oder Hoeneß dagegen poltern? Kann ja passieren. haben. Wir haben keine Angst. Schiedsrichter haben nie Angst, weder in München noch in Dortmund. Und wir sind davon überzeugt, wenn die Entscheidung, die gefällt wird, am Ende richtig ist, wird keiner mehr darüber meckern und sich keiner mehr beklagen, weil dann kann er von sich in Anspruch nehmen, dass er beim nächsten Mal eben auch so davon profitiert. Also wir haben da keine Bedenken. Also Sie sind sicher, dass es auch am Anfang der kommenden Saison noch keine Irritationen geben wird, dass das glatt läuft? Dafür müssen wir sorgen. Wir versuchen, die Öffentlichkeit so breit wie möglich zu informieren. Wir haben schon verschiedene Workshops gemacht in Deutschland. Wir haben mit sämtlichen großen Printmedien zusammengearbeitet, Sportbild, Kicker, die immer wieder auch die Szenarien beschrieben haben, die darauf eingegangen sind. Wir hatten viele Besuche von großen Zeitungen, die sich dort informiert haben. Und wir sind noch dabei, eine Art Informationskampagne durchzuführen. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch ein paar Wochen. Und wir haben eben bei den Clubs noch unsere Clubschulung. Das bedeutet also, die Clubs werden besucht von uns oder von einem Schiedsrichter und wir werden dort den Spielern auch vorstellen, was auf sie zukommt, den Clubs vorstellen, was auf sie zukommt. Und wir werden sicherlich auch sehen, dass wir über Trailer auch das Publikum breit informieren, möglicherweise auch dann im Stadion auch noch mal kurz vor dem Spiel.